Yo, hey Leute, da sind wir dabei, Let's Play Sonic Adventure DX und wir waren dabei, Amy zu retten. Die letzte Aufnahme wurde ziemlich kurzfristig flüchtig abgebrochen, aber naja, es geht jetzt auf jeden Fall weiter und mal gucken, wie weit wir jetzt dieses Mal heute kommen. Boing. Wir sind hier... Don't get too many ideas, you fools. You haven't seen the power this vessel really has. Get a load of this. Oh oh. Oh wow! It's changed shape. Did you see that? Darn! This makes it harder for us to get to the bridge. I hate it when he doesn't listen. I bet you weren't expecting this. The only way you can get to me is through the sky deck. Find out if you can figure this one out. Oh yeah? Well, I'll show you. Bring it on. Okay. Zur Tür, die Tür zur Aussichtsplattform ist geöffnet. Okay, dann gehen wir mal da rein. This must be the way to the sky deck. Ja, und die ist auch geöffnet. Widerstand. Zerstört die Raumschiff, zerstört die Raumschiffkapsel. Gut. La 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 la. So, und erster Checkpoint und dann geht es jetzt auch los. Huch. Einfach Gas geben. Egal, was da hinten passiert. Und Hauptsache Tails kommt mit. Aber der schafft es schon. Oh. Ja, ja, der schafft es schon. Alter, er zieht uns ja keine Leben, wenn er verreckt, ne? Oh oh. Oh, das ist fies, das ist fies. Ja, okay, ich warte lieber noch eine Runde. Zack. Nein. So. Okay, das ist auf jeden Fall ein geiles Level. Ach, guck mal, der Tails uns geholt hat. Ein Item, was wir noch nie hatten. Oh, ist ja doch zu was gut, der Junge. Okay. Bam. Guck mal, noch so ein Schutzschild oder so, schätze ich, ist das mal. Hat man noch nie im Let's Play, auf jeden Fall nicht. Nein, nimm die Ringe. Boah. Ach ja, wir haben ja dieses Schutzschild. Nice. Kein Plan, wie lange das hält. Nochmal 10 Ringe. Ich möchte es nicht unbedingt ausprobieren, das Schutzschild. Kommt ihr auch näher? Ja, ihr geht im Kreis. Na, klasse. Oh, la 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 la. Gut, geschafft. So, dann hangeln wir uns noch eben hier rüber. Wow. Willst du mich verarschen? Okay, ab nach oben. Ja, dann halt so. Mit Problemen muss man leben können. Und weiter hier lang. Nein. Oh, gut. Wir hatten das Schutzschild noch, ey. Sonst wären jetzt gerade 140 Ringe oder so einfach weg gewesen. Nein. Ja, oder wir schaffen es so. Yeah. Wir haben 0 Ringe. Geht schlechter, ne? Nicht wirklich, aber... Na, klasse. Natürlich wieder alles versaut. Ja. Ist okay. Na, no, wir hatten 150 Ringe, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Ihr Säcke. Oh. Ja, dann haben wir halt gleich gar keine Leben mehr. Habe ich auch nichts gegen. Eigentlich schon, aber... So, springen wir hier schon mal extra weit. Müssen wir nicht gleich noch so weit.
So, und jetzt schaffen wir doch mal, hoffentlich. Okay. Ja. Wow. Was auch immer das war. Ich will zurück. Ich möchte wissen, was der mir hier sagt. Alarm! Eindringlinge gesichtet. Superkanone bereit zum Feuern. Um die Kanonen zu deaktivieren, nimm die Rakete, die auf der Leiter neben der vierten Säule schwebt. Okay, siehste, wäre scheiße gewesen, hätten wir nicht gelesen. Tails wartet echt drauf, ey. Wow! Alter. Okay. Schneller. Okay. Andere Seite. Nee, nach oben da. Oder? Ich weiß nicht. Ich kann, glaube ich, in alle Richtungen gerade. Ich gehe lieber nach oben. Ja, und dann gehe ich jetzt einfach mal hier lang. Na, schon wieder so verdammt knapp, ey. Nein. Wo soll das denn noch? Oh Gott, sind wir wieder hier? Alarm, Eindringling gesichtet, ja, ja. Hatten wir schon. Okay, das ist auf jeden Fall gut, dass wir jetzt... Ne, falsche Richtung. Pfeile am Boden sind schon nützlich. Ja. Bei zwei Angriffen auf einmal hält auch das Schutzschild nicht stand. Alter, wir haben nur noch 7 Leben, ne? Es könnte auch mal knapp werden bei dem Spiel mit Sterben. Das ist auch im Bereich des Möglichen, dass man hier stirbt. Also, ich weiß, ich hatte noch nie 0 Leben, Leute. Ich weiß nicht, was dann kommt. Ich möchte es auch eigentlich nicht rausfinden, von daher... Wieder die geile Stelle hier, yay. Naja, mit diesem Bum-Bum-Trick da geht's auf jeden Fall ganz gut. So, was die sagt, wissen wir jetzt. Die Bildschirm, ne? Okay, jetzt kommen wieder die ganzen Kanonen. Nice, dass wir erstmal direkt verkacken. Okay, diesmal gehe ich dann nicht hoch. Oben scheint eindeutig schwerer zu sein. Ich folge jetzt einfach immer diesen Pfeilen. Ich mache keine Alleingänge mehr, ich verspreche es. So, dreh dich, Kamera, danke. Ja. Huh. Okay. So. Wir wissen ja, wo man Leben bekommt und das ist bei dem Flipper, aber noch sieht es ja nicht schlecht aus. Weil immer wenn man da 100 Ringe erreicht, alle 100 Ringe bekommt man da ja so ein Ding. Ein Leben. Ich gucke erst kurz, ob hier irgendwo ein Pfeil war, den ich nicht gesehen habe. Von daher laufe ich einmal ganz kurz rundherum. Und wenn nicht, muss ich eigentlich ja freie Schnauze hier machen. Und zwar möglichst nach oben. Ja. Da kam nichts mehr. Dann gehe ich jetzt einfach nach oben. So. Ja, hier ist ein Pfeil, der hier hin zeigt. Das heißt, wir, egal auf welchem Wege, Hauptsache wir kommen hier irgendwann aus. Keine Bomben, schön. Hier ist ein Pfeil. Da ist die Kanone. Da bin ich gerade gegen das Mikro gekommen. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Ich guck mal kurz weit. Ja gut, sind aber noch alle Kabel und so. Sicher dran. Huch. Ja, ja, ich merke das. Ja, kein Plan. Hilfe. Ja, Hilfe berechtigt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay, nein, nein,
Ja. Ich glaube, auf Ringe brauche ich bei dem Level echt nicht achten. Ich brauche eher darauf achten, dass ich überlebe. Ja klar. So eine Flamme. Da ist irgend so ein Feld. Ist es schlimm, wenn ich da reinfalle? Ich will es nicht ausprobieren gerade. Mist. Also man muss schon bei Feld 1 starten, aber wo ist Feld 1? Nein, da sollte ich nicht reinfallen. Ich habe gerade gesehen, da ist... Naja, Boden nicht wirklich. Himmel eher gesagt. Feld 9? Wie weit soll man denn da springen? Wo ist denn Nummer 1? Und wo soll ich überhaupt hin? Oh, geh weg, Wind. Ja, Hammer-Kamerasicht. Eine Hammer-Ansicht, ey, die will ich immer haben. Nein!